Lukas 14. Hallo. Lukas 14, 25 bis 35. Sehr herausfordernd. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Bruder, Schwestern und dazu sich selbst. Wenn jemand nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Oh, das muss ich heute gut erklären, das ist ein Kind dabei. Ja, Eltern hassen, das geht ja nun gar nicht. Ne? Das muss ich gleich mal vernünftig erklären. Wenn es ein Kind versteht, versteht es jeder übrigens. Ne? Eigentlich sollten wir so, oh, das ist für mich ja das Allerschwierigste. Ein Wort Gottes erklären, sodass Kinder verstehen. Mich verstehen nicht mehr, aber ja, okay. Okay, und 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin? Ganz wichtige Stelle, man denkt es nicht, zuvor hin. Also überlegt vorher, erlebt es vorher, rechnet vorher durch. Und hält Rat mit wem? Ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr Salz, womit soll man würzen? Na, wir Hausfrauen unter uns hier, ne? Schon mal Salz gehabt, das nicht würzt, das gibt es ja gar nicht. Ne? Also stell dir vor, es gäbe Salz, das nicht würzen kann. Das ist ja gar nichts, das ist ja gar kein Salz, ne? Das gibt es gar nicht. Entweder ist es Salz oder es ist kein Salz. Ein Salz, das nicht würzt, ist nicht würdig, Salz genannt zu werden, was immer das dann ist, keine Ahnung, Dreck oder sonst irgendwas. Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wow. So, junge Dame, da hinten die kleine junge Dame. Ha, wie alt bist du? 9? 7? 8. Dankeschön. 8 Jahre. Ja. Der Jesus sagt, wer nicht Vater, Mutter, die Geschwister hasst und auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Also Jüngerschaft hat eine Vorüberlegung. Hat eine Vorüberlegung. Und zwar in der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Zu Vati, Mutti und zu mir selber. So. Aber das Wort hassen ist schon ziemlich hart. Es nützt uns auch nichts, wenn wir zu Matthäus gehen und dann lesen, ja, das bedeutet weniger lieben. Weil selbst das ist ja auch übersetzt. Also da nehme ich mir ja nur eine Übersetzung vor. Also da kann ich das nicht als Referenz wirklich nehmen. Ich müsste im Griechischen nachgucken, wie unsere Studenten die Möglichkeit haben. Und dann wüsste ich vielleicht mehr. Bei Luther ist es ja nur eine Übersetzung. Also tun wir so, als ob hassen tatsächlich im griechischen Text steht. Hausaufgabe für euch persönlich, wenn ihr Bock drauf habt. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, da sagt Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und ich stelle mir einfach vor, dass Gott alle Menschen liebt. Und somit stellt sich für mich die Frage, was bedeutet das Wort hassen wirklich, wenn Gott alle liebt? Steht anscheinend das Wort hassen nicht im Gegenüber zu lieben, sondern es muss eine andere Qualität haben im Wort. Natürlich höre ich 2017 das Wort hassen und denke an das Hassen, was ich so hier kenne, auf der Erde. Aber Gott hasst anders. Gott hasst anders, ja, Gott liebt alle Menschen. Aber es fällt uns so schwer in unseren Gefühlen, das zu trennen, das
Hassen nicht das Gegenüber ist von Lieben. Ja? Denn diese Stelle mit Vater, Mutter und so weiter würde ja auch im Widerspruch stehen, zum Beispiel zu den 10 Geboten, denke ich, steht das drin. Du sollst Vater und Mutter ehren. Da würde emotional oder aus meiner Sicht das Hassen auch wieder nicht passen. Also muss Hassen etwas total anderes bedeuten. Denk mal drüber nach. Meine Kinder hassen, hä? Ich habe mindestens 4, glaube ich. Nein, ist sicher. Und wenn dann habe ich eine Überliebe zu ihnen, wo ich langsam ein bisschen loslassen muss. Mutti, komm noch. Muss ein bisschen loslassen, aber hassen. Also hassen bedeutet natürlich auf jeden Fall was ganz anderes. Aber es ist bestimmt mehr als nur weniger lieben. Und es ist bestimmt auch mehr wie Jesus an erster Stelle und dann erst Mutti, Papa, Kinder etc., Ehemann sowieso. Es ist mehr. Denn dieses Hassen sagt, dass wenn du dieses Hassen, dieses, was Jesus als Hassen bezeichnet, nicht zuvor als Bestandteil deiner Beziehung zu Vati, Mutti und zu dir selbst, wenn du dieses Hassen nicht hast, ist für dich Jüngerschaft Ende. Kannst du knicken. Jüngerschaft findet ohne das, was das zuvor als Vorsilbe, als Vor, was weiß ich, wie das Ding heißt, Vorzeichen, nicht statt. Aber weißt du, wenn du eine Zahl nimmst in der Mathematik und du machst ein Minus davor und dann kommt die Rechnung, das ist eine völlig andere Rechnung. Das kommt noch später und das ist eine 8 noch nicht. Mit 8 Jahren noch nicht. Das heißt, es ist ein riesiges, besonderes Vorzeichen Gottes, dieses Hassen. Denk drüber nach. Dann hatten wir, ich gehe mal weiter zu einem anderen Stelle, zu 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt oder aufnimmt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Auch hier, das Kreuz ist nicht etwas, wo Jesus sagt, weil es muss vorher geschehen, das Kreuz aufnehmen. Ne? Es muss vorher geschehen. Also Jesus sagt an dieser Stelle nicht, wenn du mir nachfolgst und unser momentanes Herrschaftssystem sieht dann auch für Verbrecher Kreuzigungen vor, dann richte dich drauf ein, könnte dann für dich auch mit drin sein im Paket. Nein, es ist kein Paket der Jüngerschaft. Es ist ein Vorpaket, was Jüngerschaft überhaupt begründet. Somit kann dieses Kreuz nicht das Römerkreuz gemeint sein. Natürlich kann das auch passieren. Und dieses Kreuz kann auch nicht, so gern wir das hätten, wie meine Mutter früher zu mir gesagt hat, oh Junge, du bist ein Kreuz. Ja, sagst du das auch schon mal zu deinen Kindern? Nee. Du denkst es. Ja? Aber das kann damit nicht gemeint sein. Denn da kommt, und der erste Satz der Schriftstelle heißt ja, es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Das ist eine riesige Menge. Und die hören natürlich nur diese Worte. Kreuz, hassen. Interessanterweise, wenn ich dich auf meine Seite kriegen will, dass du mir mal einen Autoreifen wechselst oder so, dann werde ich ganz schön liebe Sachen sagen, damit ich dich irgendwie dahin kriege, dass du mir mal bei meinem Auto willst, ja. Der Jesus scheint anscheinend gar keine Jünger haben zu wollen. Fällt er das auch auf? Denn die Vorbedingungen, die er da stellt, und auch natürlich arbeitet er damit, dass die Hörer das nicht verstehen. Und natürlich sofort die Römer sehen und die haben Kreuzigungen erlebt und alles und also praktisch Hinrichtungen. Das ist keine Einladung zur Jüngerschaft. Und ich glaube, Jesus möchte uns auch gar nicht einladen zur Jüngerschaft, wie wir sie uns vorstellen. Sondern er möchte uns zur Jüngerschaft einladen, wie er es sich vorstellt. Und dies völlig anders. Martin Luther, wir sind ja im Lutherjahr, beschreibt in einem kurzen Zitat, ja, gläubig sein, Christ sein, wunderbar, aber der alte Mensch ist nie richtig weg. Das Biest kann schwimmen, sagt er mal. Und ich frage mich eigentlich, was er damit sagen will, weil die Bibel erzählt so etwas nicht. Also Luther beschreibt keine Jüngerschaft. Er beschreibt eine persönliche Art, wie er gläubig ist und wie er empfindet, dass er ständig
mal sündigt. Und immer wieder, er dachte, er wäre ein neuer Mensch, aber der alte Mensch ist auch noch da. Und er versuchte immer mit den alten Menschen zu kämpfen. Ich finde es schade, wenn er die Finger weglässt von den alten Menschen und sein Kreuz auf sich nimmt, hat er eigentlich schon gewonnen. Denn dieses Kreuz, was wir auf uns nehmen sollen, es kann sich um nichts anderes handeln, als um das vollbrachte Werk Christi am Kreuz. Dieses Kreuz sollen wir bekommen als unseres Kreuz, sodass wir mit Christus gekreuzigt sind, gestorben, begraben, auferstanden und die Verheißung ohne diesen Körper, mit einem neuen Körper, in der Ewigkeit zu leben. Total fantastisch. Und dann kann ich verstehen, dass mit seinem Kreuz ist jede Jüngerschaft möglich, ohne dass ich ständig den alten Menschen ducken muss. Es geht ganz leicht. Lass dich beschenken von Jesus. Ich erinnere daran im Johannesevangelium, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, denen gab er die Kraft, Gottes Kinder zu werden. Amen. Lukas 14. Hallo. Lukas 14, 25 bis 35. Sehr herausfordernd. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Bruder, Schwestern und dazu sich selbst. Wenn jemand nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Oh, das muss ich heute gut erklären, das ist ein Kind dabei. Eltern hassen, das geht ja nun gar nicht. Ne? Das muss ich gleich mal vernünftig erklären. Wenn es ein Kind versteht, versteht es jeder übrigens. Ne? Eigentlich sollten wir so, das ist für mich ja das Allerschwierigste. Ein Wort Gottes erklären, sodass Kinder verstehen. Mich verstehen nicht mehr, aber ja, okay. Okay, und 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin? Ganz wichtige Stelle, man denkt es nicht, zuvor hin. Also überlegt vorher, erlebt es vorher, rechnet vorher durch. Und hält Rat, mit wem? Ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr Salz, womit soll man würzen? Na, wir Hausfrauen unter uns hier, ne? Schon mal Salz gehabt, das nicht würzt, das gibt es ja gar nicht. Ne? Also stell dir vor, es gäbe Salz, das nicht würzen kann. Das ist ja gar nichts, das ist ja gar kein Salz, ne? Das gibt es gar nicht. Entweder ist es Salz oder es ist kein Salz. Ein Salz, das nicht würzt, ist nicht würdig, Salz genannt zu werden, was immer das dann ist, keine Ahnung, Dreck oder sonst irgendwas. Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wow. So, junge Dame, da hinten die kleine junge Dame. Ha, wie alt bist du? 9? 7? 8. Dankeschön. 8 Jahre. Ja? Der Jesus sagt, wer nicht Vater, Mutter, die Geschwister hasst und auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Also Jüngerschaft hat eine Vorüberlegung. Hat eine Vorüberlegung. Und zwar in der Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu Vati, Mutti und zu mir selber. So. Aber das Wort hassen ist schon ziemlich hart.
Es nützt uns auch nichts, wenn wir zu Matthäus gehen und dann lesen, ja, das bedeutet weniger lieben. Weil selbst das ist ja auch übersetzt. Also da nehme ich mir ja nur eine Übersetzung vor. Also da kann ich das nicht als Referenz wirklich nehmen. Ich müsste im Griechischen nachgucken, wie unsere Studenten die Möglichkeit haben. Und dann wüsste ich vielleicht mehr. Bei Luther ist es ja nur eine Übersetzung. Also tun wir so, als ob Hassen tatsächlich im griechischen Text steht. Hausaufgabe für euch persönlich, wenn ihr Bock drauf habt. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, da sagt Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und ich stelle mir einfach vor, dass Gott alle Menschen liebt. Und somit stellt sich für mich die Frage, was bedeutet das Wort hassen wirklich, wenn Gott alle liebt? Steht anscheinend das Wort hassen nicht im Gegenüber zu lieben, sondern es muss eine andere Qualität haben im Wort. Natürlich höre ich 2017 das Wort hassen und denke an das Hassen, was ich so hier kenne, auf der Erde. Aber Gott hasst anders. Gott hasst anders, ja, Gott liebt alle Menschen. Aber es fällt uns so schwer in unseren Gefühlen, das zu trennen, dass Hassen nicht das Gegenüber ist von Lieben. Ja? Denn diese Stelle mit Vater, Mutter und so weiter würde ja auch im Widerspruch stehen, zum Beispiel zu den 10 Geboten, denke ich, steht das drin. Du sollst Vater und Mutter ehren. Da würde emotional oder aus meiner Sicht das Hassen auch wieder nicht passen. Also muss Hassen etwas total anderes bedeuten. Denk mal drüber nach. Meine Kinder hassen, ha? Ich habe mindestens 4, glaube ich. Nein, ist sicher. Und wenn dann habe ich eine Überliebe zu ihnen, wo ich langsam ein bisschen loslassen muss. Mutti, komm noch. Muss ich ein bisschen loslassen, aber hassen. Also hassen bedeutet natürlich auf jeden Fall was ganz anderes. Aber es ist bestimmt mehr als nur weniger lieben. Und es ist bestimmt auch mehr wie Jesus an erster Stelle und dann erst Mutti, Papa, Kinder etc., Ehemann sowieso. Es ist mehr. Denn dieses Hassen sagt, dass wenn du dieses Hassen, dieses, was Jesus als Hassen bezeichnet, nicht zuvor als Bestandteil deiner Beziehung zu Vati, Mutti und zu dir selbst, wenn du dieses Hassen nicht hast, ist für dich Jüngerschaft Ende. Kannst du knicken. Jüngerschaft findet ohne das, was das zuvor als Vorsilbe, als Vor, was weiß ich, wie das Ding heißt, Vorzeichen, nicht statt. Aber weißt du, wenn du eine Zahl nimmst in der Mathematik und du machst ein Minus davor und dann kommt die Rechnung. Das ist eine völlig andere Rechnung. Das kommt noch später, das ist eine 8 noch nicht. Mit 8 Jahren noch nicht. Das heißt, es ist ein riesiges, besonderes Vorzeichen Gottes, dieses Hassen. Denk drüber nach. Dann hatten wir, ich gehe mal weiter zu einem anderen Stelle, zu 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt oder aufnimmt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Auch hier, das Kreuz ist nicht etwas, wo Jesus sagt, weil es muss vorher geschehen, das Kreuz aufnehmen. Ne? Es muss vorher geschehen. Also Jesus sagt an dieser Stelle nicht, wenn du mir nachfolgst und unser momentanes Herrschaftssystem sieht dann auch für Verbrecher Kreuzigungen vor, dann richte dich drauf ein, könnte dann für dich auch mit drin sein im Paket. Nein, es ist kein Paket der Jüngerschaft. Es ist ein Vorpaket, was Jüngerschaft überhaupt begründet. Somit kann dieses Kreuz nicht das Römerkreuz gemeint sein. Natürlich kann das auch passieren. Und dieses Kreuz kann auch nicht, so gern wir das hätten, wie meine Mutter früher zu mir gesagt hat, oh Junge, du bist ein Kreuz. Ja, sagst du das auch schon mal zu deinen Kindern? Nee. Ich denke es. Du denkst es. Ja? Aber das kann damit nicht gemeint sein. Denn da kommt, und der erste Satz der Schriftstelle heißt ja, es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Das ist eine riesige Menge. Und die hören natürlich nur diese Worte. Kreuz, hassen.
Interessanterweise, wenn ich dich auf meine Seite kriegen will, dass du mir mal einen Autoreifen wechselst oder so, dann werde ich ganz schön liebe Sachen sagen, damit ich dich irgendwie dahin kriege, dass du mir mal bei meinem Auto willst, ja? Der Jesus scheint anscheinend gar keine Jünger haben zu wollen. Fällt dir das auch auf? Denn die Vorbedingungen, die er da stellt, und auch natürlich arbeitet er damit, dass die Hörer das nicht verstehen. Und natürlich sofort die Römer sehen und die haben Kreuzigungen erlebt und alles und also praktisch Hinrichtungen. Das ist keine Einladung zur Jüngerschaft. Und ich glaube, Jesus möchte uns auch gar nicht einladen zur Jüngerschaft, wie wir sie uns vorstellen. Sondern er möchte uns zur Jüngerschaft einladen, wie er es sich vorstellt. Und dies völlig anders. Martin Luther, wir sind ja im Lutherjahr, beschreibt in einem kurzen Zitat, ja, gläubig sein, Christ sein, wunderbar, aber der alte Mensch ist nie richtig weg. Das Biest kann schwimmen, sagt er mal. Und ich frage mich eigentlich, was er damit sagen will, weil die Bibel erzählt so etwas nicht. Also Luther beschreibt keine Jüngerschaft. Er beschreibt eine persönliche Art, wie er gläubig ist und wie er empfindet, dass er ständig mal sündigt und immer wieder, er dachte, er wäre ein neuer Mensch, aber der alte Mensch ist auch noch da. Und er versuchte immer mit den alten Menschen zu kämpfen. Ich finde es schade, wenn er die Finger weglässt von den alten Menschen und sein Kreuz auf sich nimmt, hat er eigentlich schon gewonnen. Denn dieses Kreuz, was wir auf uns nehmen sollen, es kann sich um nichts anderes handeln, als um das vollbrachte Werk Christi am Kreuz. Dieses Kreuz sollen wir bekommen als unseres Kreuz, sodass wir mit Christus gekreuzigt sind, gestorben, begraben, auferstanden und die Verheißung ohne diesen Körper, mit einem neuen Körper, in der Ewigkeit zu leben. Total fantastisch. Und dann kann ich verstehen, dass mit seinem Kreuz ist jede Jüngerschaft möglich, ohne dass ich ständig den alten Menschen ducken muss. Es geht ganz leicht. Lass dich beschenken von Jesus. Ich erinnere daran im Johannesevangelium, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, denen gab er die Kraft, Gottes Kinder zu werden.